Sehr gut. Super schön. Wir sind gerade auf dem Weg in Richtung Akko. Und falls ihr euch jetzt vielleicht fragen solltet, warum wir nach Akko fahren, heute haben wir einen Local, ja, Guide, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall jemanden von hier mit dabei, der uns ein paar besonders schöne Trails für die Jahreszeit zeigt. Und wir wissen selber noch nicht genau, wo es hingeht, aber wir freuen uns schon und tracken natürlich für euch mit, damit ihr das auch nachfahren könnt. Nico ist extra ins goldene Trikot geschlüpft dafür. Ah, die Bar. Geil. Sieht gut aus. Kaffee, toll. Ja, erst beim Heimfahren. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst das Vergnügen und dann die Arbeit, so heißt es. Aber nur weil ihr jetzt denkt, Nico macht Spaß, er lebt das auch so. Wie? Also wundert euch nicht. Aber ich treibe ihn schon, keine Angst. So, jetzt haben wir ihn auch schon gefunden. Das ist der Walter. Hallo, grüß euch. Hi. Mal schauen, was wir heute da schaffen, was wir Schönes finden. Aber viele Trails gibt es. Es gibt viele schöne Trails hier. Ich bike jetzt seit 30 Jahren hier am Lago und es gelingt mir immer wieder, etwas, einen neuen Trail zu finden, den ich bis heute noch nicht gefahren bin. Schauen wir mal, was sich heute anbietet. Ja, mega, klingt vielversprechend. Wir können es gar nicht erwarten. Für uns geht es gerade durch die Gassen von San Martino. Schon wieder italienisches Lebensgefühl pur. Hinter uns auch ein ganz beliebter Klettergarten, haben wir gerade erfahren. Garten? Ja, so heißt es ja. Ja, ich glaube, wenn da mehrere Routen auf einmal sind, sagt man bei uns Klettergarten. Das sind mit 80 Routen und gerade im Frühling und Herbst ganz beliebt. Und da sehen wir jetzt nach Akko rüber zur Burg. Da haben wir gerade erfahren. Diese Eiskastanien Maroni, die werden die bei uns genannt. Die haben jetzt seit 10, 15 Jahren wieder an Wert zugenommen, weil diese ganzen Weihnachtsmärkte mit diesen gerösteten Kastanien wieder gefragt sind. Oh ja. Früher war das ein Grundnahrungsmittel aus dem frühen Mittelalter. Ja, das hat diesen Grafschaften hier gehört von Akko, was dann auch auf die ärmeren Leute verteilt wurde. Ja, das sind so Besonderheiten, die kriegt man nur mit, wenn man mit einem Local fährt. Und von dem her lohnt es sich echt immer mal wieder auch einen Guide zu nehmen, finde ich. Der Abhill hier ist wirklich super schön. Gar nichts los. Mit einem, ja, den bunten Blättern eigentlich noch vom Herbst. Und schaut mal hier, wie die Sonne reinleuchtet. Einfach nur mega schön. Oh, es geht weiter nach oben. Mega um diese Jahreszeit. Alle, die interessiert, wo wir gerade sind, da sind die Schildchen. Und hier ist unser Trail-Einstieg. Das sieht dann so aus. Nico macht gerade Pause. Schmeckt der gut? Sehr mehlig. Der ist widerlich mehlig. Ich hasse mehlige Äpfel. Und dann ging es auch endlich ab auf den ersten Trail und der war richtig schön. Also diesmal haben wir keinen so langen Einzel-Uphill mit gigantischer Aussicht über den See, sondern wir haben wirklich richtig schöne Trails im Hinterland, die ich, wie ich denke, die meisten von euch noch nicht kennen werden. Und immer wieder wunderschöne Blicke auf den See, zwar nicht von ganz oben, aber eben von Stellen, wo man sonst nicht so hinsieht. Und ja, für mich war das mal was ganz Besonderes und ein bisschen anders, also Gardasee mal ganz anders als gewohnt. Oh, ja, das war knapp, aber geil. Und zusätzlich zu diesem Link gibt es auch wie gewohnt den Link von der Tour. Also falls ihr die geheimen Trails rund um Akko nachfahren wollt, dann findet ihr auch den GPS-Track der Tour in der Infobox. Damit sind wir wieder zurück auf dem Trail. Weiterhin viel Spaß beim Zuschauen.
Ja, mega! Yeah! Wow, mega gut, super schön. Schaut mal hier, Arco, die Burg, Monte Brione und dahinter der See. Es hat nur ein bisschen riesig. Typisches Gardasee-Problem, aber gut, da kann man nichts machen. Dafür ist es mega schön und super warm. Cappuccino-Pause. Wir machen den Deutschen schon wieder alle Ehre mit der Riesenschüssel. Mit der Italiener vermutlich nie machen. Auf den großen Löffel. Ja. Oh ja, oh ja. Das ist erst ein schönes Gesicht reinzeichnen. Ach ja. Und dranbleiben ist nur ein Zwischenstopp. Es gibt noch weitere gute Trails. So, das ist der Brunnen hier, wo wir Wasser auffüllen. Das Gold des Bikers. Genau, das Gold des Bikers. Und früher haben sich die Damen hier zum Waschen, das Facebook von früher, hat unser Guide gesagt, getroffen. Wir durch den uralten Teil von Arco, Strangfora heißt das. Das ist das, das war das damalige Arbeiterviertel von den Schlossherren. Oh. 2 Dove, 1 Gedanke. Jetzt sind wir eben durch das frühere Arbeiterviertel von Arco durch. Arco heißt übrigens Bogen auf Deutsch, wusste ich auch nicht, weil das die Burg umspannt. Und jetzt geht es hier oben so ein bisschen entlang. Es ist wie so eine Panoramastraße mit mega schönem Blick. Und durch die Olivenbäumchen wieder aufwärts. Thank you.
ganz schön rauf. Mit dem E-Bike natürlich überhaupt kein Thema. Und man hat immer wieder grandiosen Blick zum See rüber. Und natürlich über die wunderschönen Olivenbäumchen. Also echt mega gut. Aber Bio, glaube ich, schon ganz schön hart. Weil ich komme auch so schon ins Schnaufen. Schaut mal einfach den Blick jetzt an. Besser geht's ja kaum. Ist auch vor allem so cool, weil noch kein Laub auf den Bäumen hängt. Jetzt sind wir wieder zurück in Arco und ja, vielen, vielen Dank von unserer Seite, es war mega schön. Und cool, wer mit dir fahren will, in welches Hotel muss er sich einbuchen? Das kann ich einfach nicht sagen. Nein. Ah, das darfst du nicht sagen. Schade. Auf jeden Fall arbeitet er als Guide und ja, vielleicht wenn sehen wir sich mal irgendwo unterwegs, auf der Tour, auf coolen Trails, ja. Auf jeden Fall. Meldet euch einfach bei Petra, wenn sie was braucht und dann hören wir uns. Wunderbar. Ciao, Leute. Also, ja. Okay, schön war's. Tschüss. Und natürlich müssen wir noch Eis essen nach der Tour, weil es auch wirklich schon so fein warm ist, wie geht. Oh. Weil wir den See heute noch gar nicht im Video hatten, müssen wir das natürlich noch nachholen. Oder zumindest nicht von der Nähe. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein Tiramisu kriegen. Und dann müssen wir noch den Akku leer fahren. Nico freut sich schon. Da geht's nochmal auf den Altissimo. 3. So, jetzt ist uns die Sonne wieder abgehauen, aber wir waren doch noch relativ weit oben beim Altissimo, voll super. Und im Hintergrund sieht man noch so ein bisschen das Leuchten über den Gipfeln. Perfekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Lasst einen Daumen oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und Handschuhe weg. Handschuhe weg. Wie immer. Oh no.